Mitte Oktober geht es für mich nochmals auf eine Saisonabschlusstour in die Dolomiten und den Gardasee. Wettertechnisch war dieses Jahr der Oktober nur was für Hartgesonnene und so bin ich auch schon relativ durchgefroren, als ich die Ammergauer Alpen und den Brenner erreiche. Dass ich schnee- und eisfrei über die Brennerautobahn komme, habe ich vorher in mehreren Wetter-Apps sichergestellt. Als ich auf knapp 1400 Höhenmetern die Staatsgrenze zu Italien erreiche, zeigt das Thermometer nur noch 2 Grad an. So, servus Leute, bin hier gerade am Brenner. Die ersten 250 Kilometer habe ich jetzt ohne Pause abgespult. Zwischen 2 und 6 Grad haben wir gehabt. Eiskalte Finger habe ich. Aber gut, der Rest vom Weg wird jetzt dann noch ein bisschen ungemütlicher werden. Soll richtig übel regnen, dafür ab morgen besseres Wetter. Man sagt auch 4 Tage kein Regen mehr. Ich hoffe mal, das bleibt dann so. Aber die andere Seite, die hat es auf jeden Fall in sich. Da oben liegt auch schon Schnee überall. Dieses Jahr Wintereinbruch etwas verfrüht. Weiter geht es auf der parallel zum Brenner gelegenen Bundesstraße SS12. Diese schlängelt sich romantisch entlang des Flusses Eisack. In der Nebensaison ist das hier auf jeden Fall eine empfehlenswerte Alternative zur Brennerautobahn. Vorbei am Stausee von Franzensfeste geht es weiter in Richtung Süden. Bei Klausen verlasse ich das Eisacktal und schlängel mich hinauf Richtung Barbian. Das niedliche Südtiroler Dorf ist vor allem bekannt aufgrund seines schiefen Kirchturms. Von Barbian geht es über schmale Straßen in Richtung Lengmoos, wo das erste Highlight auf mich wartet. Das Wetter hält relativ gut. Bin immer noch trocken. Bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu so Erdpyramiden. So ein Naturphänomen. Gibt es mehrere in den Dolomiten. Und die wollte ich mir schon lange mal anschauen. Ja, Erdpyramiden, 5 Minuten, sehr schön. Die Erdpyramiden bei Lengmoos sind sehr leicht zu erreichen. Solche Erdpyramiden sind ganz besondere Naturphänomene, die eine spezielle Bodenbeschaffenheit als Voraussetzung brauchen. Es gibt sie auf allen Kontinenten, doch diese hier bei Lengmoos sind die höchsten Europas. In der Südtiroler Region Ritten gibt es noch 2 weitere Standorte mit Erdpyramiden. Doch diese sind etwas schwieriger zu erreichen. Ich schwinge mich wieder aufs Bike und fahre weiter in Richtung Bozen. Vorbei an wunderschönen Weinhängen geht es für mich als nächstes ins Ultental. Das 40 Kilometer lange Tal kenne ich bereits aus früheren Touren. Hier bieten sich traumhaft schöne Motorradstrecken eingebettet in die wunderschöne Berglandschaft der Ortler Alpen. Doch diesmal war alles anders. Es war kalt, sehr kalt. Ich verlasse das Ultental frühzeitig über den Passo Castrin. Dass es in höheren Berglagen heute schneit, war mir bekannt. Dass der Abstecher übers Ultental diese Höhen erreicht, wusste ich allerdings nicht. Da hilft nur eins, cool bleiben und langsam weiterfahren. Wenn es das Wetter erlaubt, sollte man das Ultental auf jeden Fall bis zum Ende durchfahren. Hier findet man auf 1900 Meter den wunderschönen Weißbrunnsee. Die Fahrt durchs Ultental bleibt auf jeden Fall in Erinnerung, hätte ich gesagt. Hab hier so einen schönen Grillplatz gefunden. Hab mal kurz hier ein Feuer angemacht. Schauen wir mal, ob es was wird, dass ich mich da ein bisschen aufwärmen kann. Hab jetzt noch so ungefähr 40 Kilometer bis zum Molvenosee. Das ist mein Etappenziel für heute. Und wir haben es gerade erst mal kurz vor 4. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch Zeit, mich hier ein bisschen aufzuwärmen. Ja, manchmal meint es das Leben gut mit ein. Finde ich einfach eine Feuerstelle mit trockenem Holz. Mega cool. So, genug gechillt. Ich fahre weiter und greife die letzten paar Kilometer im strömenden Regen an. Vorbei am Lago di Santa Giustina geht es in Richtung Brenta. Als ich den schön gelegenen Molvenosee erreiche, bin ich nass bis auf die Knochen.
Luxus-Apartment. Da ist direkt einmal Venusee. Und es schifft ohne Ende. Mann, Mann, Mann. Das war heute ein Anreisewetter. Aber wenn der Wetterbericht recht behält, dann sollten das die letzten Regentropfen sein für die nächsten 5 Tage. Und ich hoffe, der behält recht. Das war heute zeitweise ganz schön kalt. Aber naja, ich würde mal sagen, Hauptsache am Abend kann man sich ein bisschen aufwärmen. Da vergisst man doch die Schmerzen des Anreisetags. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die Tour. Morgen geht es erstmal noch zum Gardasee. Der ist hier nur noch so 30 Kilometer weg. Mach da eine Schleife um den Monte Baldo. Und dann geht es mitten rein in die Dolomiten, wo ich dann die nächsten 3 Tage fahren werde. So, guten Morgen. Auf Tag 2 meiner Route. Habe hier so ein Apartment. Relativ luxuriös. Eigentlich viel zu schick für meine Verhältnisse. Ich habe schon fast überlegt, ob ich mein Zelt da draußen aufbauen soll. Aber das Problem ist, es hat ja in der Nacht nur so um die 0 Grad. Und die einzig dicken Klamotten, die ich dabei habe, sind meine Motorradklamotten, mit denen ich dann draußen sitzen kann. Und die waren gestern komplett durchnässt. Deswegen musste ich wohl oder übel mir eine Bude mieten. Und jetzt trinke ich erstmal hier meinen Kaffee und dann gehe ich mal raus und schau mal, was die Gegend hier so zu bieten hat. Was für eine affengeile Morgenstimmung. Bin hier komplett allein, die anderen Hütten sind alle frei. Übel krasses Panorama. Bis zu 3000 Meter hohe Berge da hinten. Der da hat knapp 2,4 und der Molvenosee hier ist auf ungefähr 1000 Meter. Also allein für dieses Panorama hier am Molvenosee und die geile Morgenstimmung hier hat sich auf jeden Fall schon rentiert, hierher zu kommen. Mega geil. Genau deswegen liebe ich die Herbsttouren, auch wenn sie wettertechnisch etwas härter sind. Aber die Farbenspiele in den Bergen mit die Orange- und Brauntöne von den Bäumen, die Gipfel oben schon etwas angezuckert. Da kann man echt kalenderreife Fotos schießen. Der 4,5 mal 1,5 Kilometer große Molvenosee ist ein echter Geheimtipp in der Gardasee-Region. Bei den Bildern hier überrascht es mich umso mehr, dass eine solche Naturschönheit mir bis vor kurzem gänzlich unbekannt war. Ich nutze die Gelegenheit und schicke meine Drohne in die Luft und lasse euch die Bilder mal ganz in Ruhe genießen. Am gesamten Molvenosee gibt es nur eine einzige Ortschaft. Der verträumte Wintersportort Molveno liegt traumhaft eingebettet in den Bergen der Brenta-Gruppe. Der einzigste Campingplatz hier, Camping Beach Lake of Molveno, ist traumhaft gelegen und kann somit seine etwas erhöhten Preise auch gut rechtfertigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier im Sommer auch einen traumhaften Familienurlaub verbringen kann. Deshalb ist eins sicher, der Molvenosee hat mich garantiert nicht zum letzten Mal gesehen. Doch für heute habe ich hier genug Zeit verplempert. Und so schwinge ich mich aufs Bike, um endlich richtig durchzustarten auf meiner diesjährigen Herbsttour. Los geht's auf einer schönen kurvenreichen Straße direkt am Molvenosee entlang. Die Straße gibt immer wieder geniale Blicke frei auf den zweitgrößten See Trentinos und seine faszinierende umliegende Bergwelt. Komplett alleine schlängel ich mich im Nebel ein verlassenes Tal hinunter, bis ich in der Nähe von Ponte Arche auf eine Hauptstraße komme. Hier geht es zunächst ins Val dei Laghi, um dann später ins Sarkatal zu kommen. Für mich war es das erste Mal, dass ich durch diese beiden Täler zum Gardasee angereist bin. Kurz nach der Ortschaft Arco eröffnen sich hier traumhafte Blicke auf das Nordufer von Italiens größtem See. So, der Gardasee ist erreicht. Ich glaube zum 25. Mal in den letzten 10 Jahren.
Aber ich muss sagen, die Anfahrt runter vom Molvenosee war bis jetzt die schönste. Waren teilweise richtig geile Ausblicke dabei. Jetzt hier auf einer tollen Aussichtsplattform. Dann sieht man Torbole. Da hinten ist Riva versteckt. Und das hier ist der Monte Brione. Der ist nicht ganz 400 Meter hoch. Und ich fahre jetzt hier hinter, Malcesine noch ein Stück weiter und dann den Monte Baldo auf der anderen Seite wieder vor. Und dann geht es schon wieder Richtung Norden in die Dolomiten. Sprich, da unten ist mein Wendepunkt schon erreicht von der Reise. Auf der SS 240 geht es runter nach Torbole, um anschließend entlang des Ostufers vom Gardasee in Richtung Malcesine zu fahren. Die Straße mit genialem Gardaseeblick bin ich jetzt schon öfter gefahren. Doch so genießen wie auf dieser Tour konnte ich sie bis jetzt noch nie. Im Sommer kommt man hier eingequetscht zwischen Autos und LKWs mit maximal 50 km/h voran. Diese traumhafte Straße schlängelt sich den fast 52 Kilometer langen Gardasee bis ganz hinunter. Nach ungefähr 13 Kilometern erreiche ich Malcesine. Neben Riva, Limone, Badolino und Lazise gehört Malcesine für mich zu den Big Five des Gardasees. Schon unzählige Male bin ich hier durch die engen Gassen der verträumten Altstadt geschlendert. Wahrzeichen von Malcesine ist eine hoch auf dem Felsen gelegene Skaligerburg. Für einen kleinen Eintritt kann man auch das Burginnere entdecken. Für eine Hochzeit wie aus dem Märchenbuch lässt sich die Burg übrigens auch mieten. Da ich Malcesine und die Burg schon mehrmals von innen gesehen habe und auch schon verheiratet bin, geht es für mich weiter. In der Ortschaft Asenza, links abgebogen, kommt man zu diesem Schild, auf dem steht, dass die folgende Straße so steil ist, dass es verboten ist, auf ihr umzudrehen und wieder bergab zu fahren. Es ist die Via del Sole oder auch Punta Veleno genannt. Auf knapp 10 Kilometern Länge bewältigt man hier über 1000 Höhenmeter, weshalb diese Strecke unter Radfahrern berüchtigt ist als der härteste Anstieg der Alpen. Das ist doch schon wieder krass, oder? Ich bin ja auf der sogenannten Via del Sole, so ein 8 Kilometer langer Pass, der vor allem unter Radfahrer berüchtigt ist, weil den Pass kann man nur hochwärts fahren. Der ist mit 20% Steigung so steil, dass es verboten ist, den runterwärts zu fahren. Das würden teilweise dann wahrscheinlich die Bremsen nicht mehr mitmachen. Stand auch unten ein großes Warnschild, keine Wendemöglichkeit, auch nicht für Motorräder. Das heißt, einmal auf der Straße muss man sie auch durchziehen. Aber gut, die Faustrom macht das mit Leichtigkeit. Immer wieder geiler Ausblick auf den Gardasee. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Strecke für Radfahrer kein Spaß ist. Vor allem im Sommer, wenn auch noch den ganzen Tag die Sonne auf den Hang knallt. Doch mit dem Motorrad ist der Pass nicht wirklich schwierig. Aber die Ausblicke sind wirklich genial und so kann ich diese Straße nur wärmstens empfehlen. Hat man die spektakuläre Nordwestanfahrt hinter sich gebracht, geht es wieder auf normalen Straßen weiter. Auf der Ostseite des Monte Baldo fahre ich wieder Richtung Norden. Bin auf dem Weg zur Madonna della Corona. So eine Kirche, die ist direkt im Feld so reingebaut. Richtig klasse Fotomotiv. Von der Ortschaft Spiazzi aus geht es hier einen 20-minütigen Fußmarsch den Hang hinunter. Die Wallfahrtskirche Madonna della Corona ist eine der höchsten von Italien und thront hoch über dem Tal der Edge. Die Kirche wurde so spektakulär in den Steilhang gebaut, dass eineinhalb ihrer vier Wände aus dem Berg selbst bestehen. Wie die Bauherren im Jahr 1500 das hinbekommen haben, ist mir ein Rätsel. Zumal es den kurzen Weg von oben herunter erst seit 1922 gibt. Vorher musste man vom Tal aus 800 Höhenmeter zur Kirche überwinden. Richtig schöne Kirche. Wahnsinn. Da unten ist übrigens die Brennerautobahn. Ich bin zwar nicht wirklich gläubig, aber wenn ich schon mal hier bin, kann es ja nicht schaden, eine Kerze für meine Frau und meine Kinder anzuzünden. Gestern noch im Schnee gefahren, heute knallt die Sonne und natürlich muss ich auch noch bergauf steigen in der Thermounterwäsche, aber das Foto war es wert. Tatsächlich waren die paar Stunden am Gardasee der einzige Teil der Tour mit zweistelligen Temperaturbereichen. Das ist aber eine geile Herbstkulisse.
Jeder Monte Baldo von der Rückseite quasi. Also hier drüber ist dann der Gardasee. Monte Baldo nennt sich übrigens der gesamte 30 Kilometer lange Bergrücken. Sein höchster Gipfel ist 2218 Meter hoch. Ich befinde mich hier auf der über 50 Kilometer langen Strada Panoramica di Monte Baldo, die am 1600 Meter hohen Bocca del Crer ihren Höhepunkt erreicht. Die Monte Baldo Höhenstraße habe ich schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste. Die kurvenreiche Motorradfahrer-Traumstrecke trumpft immer wieder mit genialen Aussichten. Wer übrigens die Strecke nachfahren will und keine Lust hat, sich in der Karte alles selber zusammenzusuchen, kann natürlich wie immer die GPX-Daten bei mir erwerben. Schaut dazu einfach mal in die Videobeschreibung. Mittlerweile habe ich den Gardasee weit hinter mir gelassen und befinde mich auf dem ersten Dolomitenpass, dem 1600 Meter hohen Passo di Brocon. Es ist bereits spät am Nachmittag und die Sonne ist schon fast hinter den Horizont gefallen, als ich auf einer abgelegenen Straße einen Platz zum Schlafen finde. Mega geiler Schlafplatz. Fast auf der Passe vom Passo Brocon. Brocon, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich hier auf 1600 Meter. Aktuell noch 4 Grad. Heute Nacht geht's auf jeden Fall unter den Gefrierpunkt. Aber jetzt wird erstmal das Zelt aufgebaut und dann ein richtig fettes Feuer gemacht. Mega krasser Sonnenuntergang. Ja, so schaut der Abend aus. Bin hier am Kochen. Heute gibt's Macaroni mit dreierlei Käse. Bierration für heute Abend. Sowas nenne ich mal einen unvergesslichen Abend. Komplett alleine bin ich hier bei Eiseskälte in dem einsamen Randbezirk der Dolomiten. Als das Thermometer und die Uhr bei Null stehen, falle ich müde in mein Zelt. So, guten Morgen. Die Nacht ist vorbei. Wir haben es 7:30. Ungefähr minus 1 Grad. Hab ganz gut gepennt soweit. Hab einen richtig dicken, warmen Schlafsack. Und aus dem will ich jetzt eigentlich gar nicht raus. Denn draußen ist echt eisig. Das Zelt ist auch gefroren. Geil. Das ist ja schon wieder verrückt. Hammermäßiges Herbstpanorama. Mega krass. Die Nacht und der Morgen an diesem genialen Wildcampingplatz war wirklich unvergesslich. Ich mache mich noch kurz frisch und koche mir einen Kaffee, bevor es wieder aufs Bike geht. Es wärmt von innen. Mein Lagerplatz verlasse ich selbstverständlich picobello sauber und fahre den Passo di Brocon in nordöstliche Richtung wieder ab. Über die etwas niedrigeren Pässe Passo di Cereda und Forcella Aurine stoße ich tief ins Herzen der Dolomiten vor. In der Gegend hier jagt ein Pass den nächsten und so hat man als Motorradfahrer natürlich die Qual der Wahl. Da ich die meisten Pässe im Frühjahr 2017 schon befahren habe, fällt mir die Wahl diesmal natürlich leichter. In dem GPX-Track, den ich in der Videobeschreibung zum Verkauf anbiete, sind fast alle wichtigen Dolomitenpässe mit drauf. Natürlich auch der 1600 Meter hohe Passo Duran. Der Passo Duran hat mir auf meiner letzten und auf dieser Tour wieder sehr gut gefallen. Obwohl er eher zu den niedrigen Pässen zählt, ist er landschaftlich und fahrtechnisch einer der ganz großen.
Ich verlasse den Pass durch das wunderschöne Valle di Zoldo und komme in Cadore raus. Hier geht es wunderschön kurvenreich immer am Fluss Piave entlang. Dieser entspringt hier oben und mündet 200 Kilometer später in Jesolo im Mittelmeer. So, ich bin hier in Auronzo di Cadore. Das ist so ein Stausee. Und da sieht man jetzt die drei Zinnen von der Südseite. Und ich werde morgen hochfahren zu dieser Hütte hier. Auronzo Hütte. Und dann hinten vorbeilaufen, um an die Nordwände der drei Zinnen zu kommen. Von da sehen sie dann richtig spektakulär aus. Soweit zumindest der Plan. Doch daraus wurde leider nichts. Warum, seht ihr später. Ich fahre weiter auf den direkt an der österreichischen Grenze gelegenen Kreuzbergpass. Dieser verbindet Cadore mit dem sechsten Tal. Auf der Passhöhe herrscht schon Skibetrieb. Andere Motorradfahrer habe ich übrigens bis dato noch keine gesehen. In den touristisch mega überlaufenden Dolomiten finde ich daher den Oktober einen guten Reisemonat. Doch trotz absoluter Nebensaison ist am Praxer Wildsee die Hölle los. Aber gut, es handelt sich hier natürlich auch um eines der bekanntesten Fotomotive der Dolomiten. Der 31 Hektar große See gehört auch zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ich habe meine Fotos in der Tasche und verlasse schnell wieder die Touristenmassen durchs Hochpustertal. Von hier aus geht es ins Höhensteintal, für mich die schönste Region der Dolomiten. Ich bin heute am Tolbacher See auf dem Campingplatz. Der ist richtig gut gelegen, bin gerade vorbeigefahren. Habe aber jetzt noch eine Stunde Zeit und bin deswegen das Höhensteintal mal noch reingefahren, bis man hier zu einem Punkt kommt, wo man die drei Zinnen sehen kann. Schon mal mega fetter Ausblick. Die drei Zinnen sind wohl neben dem Matterhorn die berühmteste Bergformation der Alpen. Weltweiten Ruhm unter Bergsteigern erhielten die bis zu 3000 Meter hohen Zinnen durch ihre über 500 Meter hohen Nordwände. Diese galten bis ins mittlere 20. Jahrhundert als unkletterbar, werden aber heute dank modernem Equipment sogar als Free Solo durchstiegen. Natürlich nur von den besten und tollkühnsten Kletterern. Da heute Abend hier kein Mensch mehr unterwegs war, traue ich mich noch ein bisschen Offroad zu fahren mit bestem 13er Blick. Nach ein paar hundert Metern komme ich am Dürrensee raus. Der gerade mal 3,5 Meter tiefe See ist im Sommer ein beliebtes Badeziel. Weil es so schön war, fahre ich das 15 Kilometer lange Höhlensteintal wieder zurück Richtung Tolbach. Hier geht es auf den traumhaft gelegenen Campingplatz am Tolbacher See. Geile Aussicht schon mal hier. Da unten ist der Tolbacher See und ringsrum feinste Dolomitenbergwelt. Aber die Dame an der Rezeption hatte vielleicht eine schlechte Neuigkeit. Und zwar die Straße zu den drei Zinnen hoch, die ich morgen früh fahren wollte, die macht erst gegen 12 Uhr auf. Und es könnte sein, hat sie gemeint, dass die mich mit Sommerreifen nicht hochfahren lassen. Das wäre bitter, weil eigentlich wollte ich schon unbedingt hoch. So, der Tolbacher See liegt übrigens auf 1250 Meter, weshalb es jetzt schon wieder unter 5 Grad hat, also es ist eisig kalt. Den höchsten Berg, den man hier sehen kann, ist der Brückenkofel mit 2900 irgendwas. Geile, geile Bergkulisse. Wie schon der Dürrensee ist auch der Tolbacher See maximal 3,5 Meter tief und hat einen Umfang von 4,5 Kilometern. Wer die Dolomiten von einem festen Standpunkt aus erkunden will, dem empfehle ich auf jeden Fall das Höhlensteintal. Traumhaftere Bergregionen sucht man weit und breit wahrscheinlich vergebens. Nachdem ich die Gegend hier erkundet habe, baue ich noch schnell beim letzten Tageslicht mein Zelt auf. Nach der standardmäßigen warmen Mahlzeit am Abend falle ich müde in mein Zelt. So, Zeit ins Bett zu gehen. Wer wissen will, wie man bei Minusgrade am besten zeltet. Also ich habe jetzt drei Paar Socken an, zwei Paar Funktionshosen, dann oben und gleich vier Lagen, Funktionsunterwäsche, T-Shirt, Pulli und Jacke, Halstuch, Mütze und einen dicken Schlafsack natürlich. So, raus aus dem Zelt. Minusgrade haben wir wieder. Heute war es noch ein bisschen kälter wie gestern. Also um die minus 3 Grad haben.
Aber die Nacht war super. Also habe ich noch ein bisschen wärmer eingepackt wie gestern. War richtig mollig warm. So, die Gipfel kommen langsam zum Vorschein. So, 10 Uhr morgens, endlich kommt die Sonne raus. Oh, ist das geil. Ha, endlich mal Sonne im Gesicht. So ein geiles Wetter. Da ist doch die Laune gleich ums 10-fache gesteigert, wenn man mal wieder Sonne sieht. Der Campingplatz hier am Tolbacher See ist wirklich richtig schön. Wildcampen ist hier in der Gegend explizit verboten. Da sind überall Schilder mit Campieren verboten. Das ist hier ein Naturschutzgebiet. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Zum Saisonende hin hätte es vielleicht keiner kontrolliert, aber im Sommer wird man hier schätzungsweise auf jeden Fall erwischt. Deswegen hier die Wahl auf den Campingplatz, hat sich auf jeden Fall rentiert. So, weiter geht's. Bei traumhaftem Herbstwetter durchfahre ich zum zweiten Mal das Höhlensteintal. Hier geht es entlang des Flusses Rhins bis nach Missurina. Kurz vor dem Missurinasee, links abgebogen, geht es auf die Mautstraße zu den drei Zinnen hoch. Rein theoretisch kann man hier für 20 Euro bis auf die 2300 Meter hohe Aronzo-Hütte hochfahren. Also, die drei Zinnen, das ist ein Fluch. Ich wollte hier, glaube ich, schon dreimal hochfahren und immer ist was dazwischen gekommen. Und heute wäre es gegangen, Wetter wäre super, aber jetzt hat mich dieser Affe an der Schranke nicht durchgelassen. Bin jetzt hier auf 1900 Meter am Lago di Antorno. So, 200 Meter weiter ist dann die Zahlstation, wo ich jetzt umdrehen musste. Naja, und das hier sind halt die Südflanken von den drei Zinnen. Wie bei vielen berühmten Bergformationen sind auch die drei Zinnen nur von einer Seite richtig spektakulär. Doch leider lag auf der Mautstraße zu viel Schnee und so war sie generell für Motorräder gesperrt. Bei den genialen Aussichten am 1800 Meter hohen Passo Tre Croci verblasst bei mir allerdings schnell der Ärger darüber. Aber hier unten liegt traumhaft die Dolomitenhauptstadt Cortina di Ampezzo. Richtig schön eingebettet in karge Berglandschaft. Cortina di Ampezzo ist ein renommiertes Winter- und Bergsportzentrum und die absolute Touristenhochburg der Dolomiten. Auch für Motorradfahrer ist hier der Dreh- und Angelpunkt von einem guten Dutzend Dolomitenpässe. Ich entscheide mich für den 2100 Meter hohen Passo di Falzarego. Die traumhaften Herbstfarben hier oben bei dem genialen Wetter kann einem schon fast die Sprache verschlagen. Hat man den Pass überfahren, geht es mit bestem Blick zur Sella-Gruppe weiter. Die Sella-Runde über Sella-Joch, Grötner-Joch, Passo di Campolongo und Passo Pordoi ist wohl unter Motorradfahrern das berühmteste Ziel der Dolomiten. Was bei diesen Bildern auch nicht verwunderlich ist. Alle vier Pässe der Sella-Runde sind absolute Motorradfahrer-Traumstraßen. Mein persönlicher Favorit hier ist das Grötner-Joch. Hier entstand auch mein Titelbild. Die Aussicht am über 2100 Meter hohen Grötner-Joch zeigt die Dolomiten-Bergwelt, wie man sie sich vorstellt. Schroffe und karge Felsnadeln dominieren hier das Landschaftsbild. Sehr schöne Auffahrt. Geile Kulisse hier oben. Und hier, wie rausgestanzt, sieht man übrigens den Langkofel mit knapp 3200 Meter. Auch ein sehr berühmter Dolomitenberg. Für mich war dies der dritte Besuch auf dem Grötnerjoch. Doch diesmal hatte ich die Straße und die Natur fast für mich alleine. Und die Atmosphäre an diesem sonnigen, aber trotzdem eisig kalten Herbsttag war schon etwas ganz Besonderes. Vom Grötnerjoch geht es nahtlos auf das 2250 Meter hohe Sella-Joch über. Das Sella-Joch ist definitiv der berühmteste Pass der Dolomiten. Das liegt wahrscheinlich vor allem an der Sella-Runde. Die Sella-Runde ist für Fahrrad- und Motorradfahrer ein absolutes Highlight. Und im Winter kann sie sogar mit Skiern gemacht werden. Auf einer Strecke von über 50 Kilometern überquert man hier 4 Pässe und knapp 1700 Höhenmeter. Ich verlasse das Sella-Joch und fahre durchs Val di Fassa auf den Karerpass. Hier ist ein weiteres ganz großes Dolomiten-Highlight, der Karersee.
in dessen glasklaren Wasser sich die Latte Mar-Gruppe spiegelt. Der 3,5 Hektar große See wird von unterirdischen Quellen gespeist. Weiter geht es über den 1700 Meter hohen Nigerpass in den Naturpark Schlern-Rosengarten. Er ist einer von 8 Naturparks in Südtirol. Der Rosengarten gehört wie 8 andere Gebiete zum UNESCO-Weltnaturerbe der Dolomiten. Die UNESCO beschreibt die Dolomiten sehr treffend als eine Serie einzigartiger Gebirgslandschaften von außergewöhnlicher Schönheit. Am Ende des Nigerpasses eröffnet sich ein genialer Blick auf das Eisacktal und die Brenner-Autobahn. Hier biege ich rechts ab in Richtung Kastelruth und fahre bis Seis am Schlern. Der 2600 Meter hohe Schlern gilt aufgrund seiner charakteristischen Form als Wahrzeichen Südtirols. Mit bestem Bergblick baue ich mein Zelt auf einem der 10 schönsten Campingplätze der Alpen auf. Das Camping Seiser Alm ist tatsächlich auch der schönste Campingplatz, auf dem ich bis jetzt war. Ja, jetzt haben wir so 8 Uhr am Morgen. Ich muss jetzt schnell meinen Lagerplatz hier abbauen, weil um 9 Uhr macht die Straße zur Seiser Alm zu und es ist ungefähr noch eine halbe Stunde Fahrt bis dahin. Das heißt, spätestens nach einer halben Stunde muss ich auf der Karre sitzen und losfahren. Am frühen Morgen bei genialer Atmosphäre baue ich als wohl einzigster Motorradfahrer weit und breit mein Zelt ab. So, geschafft. Jetzt nichts wie los. Biegt man zwischen Seis und Kastelruth im richtigen Moment rechts ab, kommt man auf die Straße zur Seiser Alm hoch. Diese ist, solange wie der Liftbetrieb herrscht, von 9 bis 17 Uhr für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Dies gilt aber nur für den Hochweg, runter darf man jederzeit fahren. Die passähnliche Straße führt auf über 1800 Meter hoch und das Thermometer fällt auf 0 Grad herunter. Die Seiser Alm ist ebenfalls eines der ganz großen Dolomiten-Highlights. Mit 56 Quadratkilometern ist sie die größte Hochalm Europas. Zwischen 1700 und 2300 Höhenmeter liegend, bietet sie eine der grandiosesten Aussichten der gesamten Dolomiten. An diesem eisig kalten Montagmorgen bin ich gefühlt der einzigste Tourist hier. Das war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Trotz getrübter Aussicht war die Fahrt durch die Seiser Alm ein ganz klares Highlight und ist somit auch eine ganz klare Empfehlung von mir, hier mal herzukommen. Außer mir waren an diesem Montagmorgen nur ein paar Einheimische auf der Seiser Alm und machten ihr Hab und Gut winterfest. Am coolsten fand ich die Betongießarbeiten per Hubschrauber. Wahnsinn, ey. Ich genieße nochmals die Aussicht auf die Langkofelgruppe, bevor es wieder bergab geht. Wer übrigens gern länger schläft, der kann auch mit der Seiser Almbahn von Seis bis nach Kompatsch auf 1850 Meter hochfahren. Ich verlasse die Seiser Alm und fahre durch Kastelruth Richtung St. Ulrich im Grödnertal. Von hier geht es entlang des Grödner Bachs in Richtung Brenner. Doch ganz fertig bin ich noch nicht mit meiner Tour. Ein Highlight habe ich noch geplant. Über kleine Straßen fahre ich hinüber zum Würzjoch. Hier muss man in der kleinen Ortschaft San Pedro rechts abbiegen auf die Zanseralm. Hier kommt nach nur wenigen Kilometern die Ortschaft San Magdalena. So, der Grund, warum ich hier hochgefahren bin, ist die Kirche von St. Johann hier hinten. Das ist ein sehr bekanntes Fotomotiv in den Dolomiten, ne? Mit den Geißlergruppen im Hintergrund. Das, die sieht man leider gerade nicht. Die stecken in den Wolken. Genau, hier ist die Kirche. Und da hinten sind eigentlich die Geißlerspitzen. Ich hoffe, die Wolken verziehen sich noch. Nach einer halben Stunde Wartezeit gebe ich mich mit diesem Bild zufrieden. Ich fahre noch ein kleines Stück weiter bergauf im Villnerstal. Ich bin jetzt hier auf dem halben Weg des Würzjoch hoch und bin jetzt hier eigentlich fertig mit der Tour. Also das Würzjoch ist nicht mehr eingeplant. Ich fahre jetzt hier ab nach Brixen am Brenner, sind noch 20 Kilometer und dann geht's auf dem direkten Weg nach Hause. Tour war mega geil, war wahrscheinlich die härteste Tour, die ich je gemacht habe. So. Also zu 90% bin ich aber einstellige Temperaturen gefahren und gezeltet bei Minusgrade. Es hat teilweise schon an den Kräften gezerrt, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es eigentlich schon richtig cool.
Also wird es auf jeden Fall nochmal so machen. Ein paar letzte Meter geht es noch an schneebedeckten Hängen entlang, bevor ich auf den komplett leergefegten Brenner komme. Kurz vor Innsbruck habe ich nochmal geniale Aussichten auf die bis zu 2600 Meter hohe Nordkette. Bei bestem Herbstwetter fahre ich schnurstracks nach Hause, wo man mich schon freudig erwartet. Hey Finn! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und schaut auch noch meine anderen Filme auf YouTube. Und für die GPX-Tracks zur Tour könnt ihr wie immer gerne in die Videobeschreibung schauen.